Nein. Oh, ich glaube, ich hatte. Nee, das war schon okay. Ja, ist okay. Haben jetzt noch ein bisschen mehr Gold gemacht. Das ist sehr gut. Dadurch kann ich dann bald noch einen neuen Kulturstaat wieder hinzugewinnen. Na? Oder ein festigen wahrscheinlich, weil die Kulturstaaten gehen ja langsam schon runter. Genau, Bukarest zum Beispiel wird nächste Runde wahrscheinlich sogar exakt einen herunterfallen. Deswegen werde ich den jetzt mal wieder Gold schenken. Obwohl, die gehören sowieso schon zu Frankreich, die Schweine. Jetzt nicht mehr. Und ich kann jetzt hier eine Produktion wählen. Ja, Frankreich ist schon ziemlich stark, aber ich bin ihnen zum Glück noch auf den Fersen. Und hier möchte ich unbedingt, das Kolosseum ist wohl gebaut, ein Theater bauen. Ist das Kolosseum wirklich gebaut? Aha. Ja. Ihr solltet. Aha, ich kann hier gar keinen. Ah, wahrscheinlich, weil da kein Süßwasser dran ist. Ich raff das halt immer noch nicht so ganz genau, wie das läuft. Ja, man baut hier halt ein Sägewerk. Ja, und dann kann ich halt in naher Zukunft noch die Kohle holen. Ich brauche sie ja momentan nicht, weil ich noch keine Fabriken bauen kann. Da kann ich mich mal eben drum kümmern. Biologie ist bald fertig. Die ich ja jetzt leider momentan sowieso nicht brauche, aber dann kann ich das Öl zumindest sehen und da auch schon mal hingucken. Und man sieht hier, kann ich Kavallerie ausbauen. Da könnte ich mein Gold erstmal ausgeben und upgraden. Und hier gibt's die Fabrik, die die Produktion in den Städten erhöht. Allerdings für 3 Gold Unterhalt, also lohnt sich das wirklich nur in Städten, die viel produzieren sollen, also nicht in den kleinen. Dann gibt es hier mit der Elektrizität noch eine neue Rohstoffsorte. Also hier Kohle, Öl und da kommt dann das Aluminium. Dann könnte ich die Eisenbahn erforschen. Die erhöht die Produktion in jeder angeschlossenen Stadt. Und das ist dann wohl der Punkt, wo ich vielleicht doch mal Straßen bauen muss und dann lieber die Häfen verkaufe. Das ist dann wahrscheinlich wirklich besser. Oh Mann, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wo will ich denn als nächstes hin eigentlich? Am liebsten möchte ich mehr Happy Faces erzeugen, um mehr Städte bauen zu können. Ja, und das mache ich eigentlich. Über die Massenmedien, ja, so läuft das. Und das ist eigentlich ziemlich unverzweigt hier, wie man sieht. Da kann ich jetzt direkt rein forschen. Ich könnte noch hier den Dünger nehmen, um die Nahrungsproduktion zu erhöhen. Aber ehrlich gesagt, brauche ich das? Ich weiß es nicht. Also ja, ich brauche das. Dann nehme ich Biologie, dann den Dünger. Dann die Massenmedien. So mache ich's. Muss ich zwischendurch noch die Militärwissenschaft, die Dampfmaschine erforschen, dann kann ich auch Fabriken bauen. Ja, so läuft's jetzt. Dann gucken wir mal, wie das nächste Runde weitergeht. Hiawatha ist auf 890 Punkte gestiegen. Aha. Ja, ich hoffe ja mal, dass die sich nochmal gegenseitig richtig hier auf die Füße treten. Und die Stadt ist während der, ja, ich nenne es mal Depression, nochmal gewachsen. Oh. Okay.
Ja, ich kann hier ein Theater bauen, das ist super. Das machen wir. Ja. Habe ich das Gold, dieses Geländefeld zu kaufen? Und dann das? Ob das wohl günstiger ist, als das und das zu kaufen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon arschteuer jetzt. Aber ich krieg dadurch eine Luxusressource rein. Klack und bin wieder bei einem Happy Face. Vermeide hier aber erstmal das Wachstum. Was ja schon irgendwie blöd ist, ne? Vermeide ich es jetzt hier auch. Ja, und die sind in 8 Runden schon so weit, wieder die nächsten Bürger rauszuspucken. Ah, ich mache mir erstmal so weiter. Ich mache erstmal so weiter. Ja. Nächste Runde. Oh ja. Sehr gut. Ich bin endlich im Industriezeitalter angekommen. Ich glaube, ich hatte sehr wenige Spiele, in denen ich wirklich so weit gespielt habe. Meistens habe ich gegen Schwierigkeitsstufe 6 dann irgendwann nach, naja, ich sag mal, 150 Runden kapituliert oder ich hatte so klar gewonnen irgendwie, dass es mir schon keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das war eigentlich eher gegen Schwierigkeitsstufe 5. Aber ja, hier sind wir auf Archipeln und ich spiele diesmal ja ganz anders, als ich es gewohnt bin und entsprechend düster sieht's gerade aus. Also der Hiawatha macht mir schon viele Sorgen und ich weiß nicht ganz genau, was ich gegen ihn machen soll, ohne ihn anzugreifen. Ich gucke gerade währenddessen, ich quatsche nach Öl. Hier ist nämlich Öl. Und meine Hoffnung, dass hier Öl ist, hat sich nicht bewahrheitet. Immerhin sitzt der Osmane hier nicht auf Öl, was schon mal ganz okay ist. Naja, hier oben ist meistens noch ein bisschen Öl, das stimmt. Da zum Beispiel. Und da könnte man noch ein Dorf bauen und Öl verkaufen. Zack. Und hier ist auch kein Öl. Oh Gott. Wirklich nur eine Ölquelle und die ist sogar noch AWD. AWD, AWD. Oder wie heißt das? Na, egal. ADW, ja. Ja, kann man nichts ändern. So wichtig ist es auch nicht. Öl brauche ich jetzt, glaube ich, in naher Zukunft auch erstmal nicht. Biologie habe ich entdeckt. Ist gut. Oh, Hungersnot ist irgendwie auch nicht so cool. Also man sieht hier, ich habe jetzt hier einen Bürger hier befestigt. Wenn ich den so manuell auswähle, dann geht er da nie runter. Ja, Hungersnot will ich halt schon irgendwie nicht. Was soll das eigentlich? Das stimmt doch irgendwie nicht. Ein untätiger Bürger, seid ihr wahnsinnig? Geht halt noch einer hier hin. Und, boah, geht mit der Produktion flöten, das ist ja echt schlimm. Ich glaube, ich brauche hier meinen Leuchtturm. Das sieht ja echt schlimm aus. Aber zwischen dem habe ich 30 Wissenschaft Unterschied.
Ja, dann werde ich mit meinen Arbeitern mal ganz schnell hier hin müssen, weil das ist eine Ebene. Und da ist Süßwasser dran, weil ich hier am Teich wohne, sozusagen. Das werde ich tun. Ja, und wenn ich jetzt hier nochmal reinklicke, dann jetzt raff ich's halt auch. Das Feld ist das Feld. Das Feld ist das Feld. Also hier. Oder? Ja, also ich werde hier, glaube ich, schon drei Nahrung machen. Und da eher die zwei, aber na gut, ist jetzt auch wurscht. Ja, genau. Wie sieht's hier aus? Da werde ich dann. Ah, wie wild das hier alles ist, weil das alles verschoben ist. Hier einen Handelsposten bauen. So. Kannst du wieder zur nächsten Runde übergehen? Das gibt's ja nicht. Weil ihr ein neues Set erreicht habt, haben die Bonusse, die ihr von einigen Stadtstaaten erhaltet, an Wert gewonnen. Aha. Aha. Oh, die Schiffe sind jetzt hier auch kleine Zerstörer geworden wieder. Oder? Ja. Die Bauarbeiter haben Helmchen auf. Ja, aber meine Städte sehen immer noch sehr asiatisch aus. Und ich reite auch immer noch auf Elefanten. Oh, schon okay. Aber 1630 die Biologie entdecken ist, glaube ich, schon erstmal ganz okay. Ja, ich würde nur gerne meine Goldproduktion wieder ankurbeln. Also als ich das Spiel geladen habe, sah es irgendwie alles besser aus. Da war, also mit dem limitierten Stadtwachstum kam ich irgendwie besser klar. Als mit dem, was ich jetzt hier angerichtet habe, aber, naja, gut. Gehen wir jetzt erstmal zur nächsten Runde, bevor wir noch weiter mich kritisieren. Ich denke, ich mache auch in 20 Minuten erstmal wieder Pause und renne da ein bisschen und spiele dann nächste Woche, wenn ich ausgeschlafen bin, ein bisschen weiter. Ja, übrigens, also ich denke, ich werde ein Play-by-E-Mail-Multiplayer-Spiel aufmachen und dann ruhig auch ein Jahr spielen an dem. Da habe ich, glaube ich, richtig Bock drauf. Dann haben wir hier eine Hungersnot, das hatten wir schon. Okay, die haben hier schon wieder ein Forschungsabkommen unterzeichnet. Wie sieht das mit meinen Ressourcen aus? Ach, Perlen, seid ihr wahnsinnig? Wie sieht es denn mit meinen Freunden aus? Ich glaube. Genau, man sieht dann hier, ob ich verbündet bin oder nicht. Das Problem ist nur, dass hier verbündet steht und da ist es Frankreich und da ist irgendwie das gleiche Schildchen für Frankreich wie für mich. Das ist irgendwie blöd. Ja, aber ich denke, ich habe mich da ganz gut eingekauft bisher. Gucken wir uns nochmal die, Siegübersicht an. Na, wo ist es? Siegfortschritt. Und hier sieht man, dass ich 6 Stimmen bekomme vor den Vereinigten Nationen, falls es morgen zur Wahl kommen würde. Und 10 würde ich für einen Diplomatie-Sieg brauchen. Also 3 Stadtstaaten kann ich noch einkaufen, dann ist das ganz okay. Aber ich wollte ja das mit dem Apollo-Programm diesmal durchziehen. Und ich hoffe, dass ich das schaffe. Genau, Stimmgesamt. Da bin ich ganz vorne, das ist gut. Ja, damit bin ich zufrieden. Also solange. Aha, Moment. Ich kriege auch Stimmen dafür, wenn ich Hauptstädte und Stadtstaaten befreie. Das wusste ich nicht. Das ist mir neu. Dabei habe ich doch eine Hauptstadt befreit. Und zwar die Mongolin. Blödmann. Na gut, also solange keiner hier 10 Stimmen hat, brauche ich mir keine Sorgen darum machen, dass jemand auf einmal den Diplomatie-Sieg einfährt. Das ist ja natürlich sehr schön. Dann können wir eine neue Stadt gründen und mich noch weiter in den Ruin stürzen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Eher nicht, ne? Eher nicht gerade. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen happy. Was fehlt mir denn hier eigentlich noch? Seide?
findet man meistens sehr gut heraus, indem man guckt, was die noch wollen. Die haben einen Feiertag. Räucherwerk. Zucker. Oh, ziemlich räucherwerklastig hier mein Reich. Und Seide.